Guten Vormittag zusammen und willkommen zu einer Meldung, die uns ziemlich absurd in die neue Woche schickt. Mit am Start die Chefin persönlich, vor mir auf dem Boden sitzt der Flattestent. Alle sind sie wach und bereit, um mit uns den Irrsinn des oder mit mir den Irrsinn des Tages anzuschauen. Denn ich habe gerade was beim Fokus gelesen. Das bezieht sich ursprünglich auf eine Meldung der Bild-Zeitung, die dort aber hinter einer Paywall versteckt war und so für uns wenig produktiv. Deswegen schaut, wenn ihr es nachlesen wollt, in den Fokus, da ist es ohne Paywall. Aber worum geht es nun eigentlich? Offensichtlich plant das sogenannte Bundesamt für soziale Sicherungen in einem 150-seitigen Entwurf, dass Regionen mit niedriger Wahlbeteiligung benachteiligt werden sollen bei der medizinischen Versorgung. Ja, kein Witz, ihr habt richtig gehört. Wer bei der Bundestagswahl 2021, die wohl als Berechnungsgrundlage mit einbezogen werden soll, wer da nicht gewählt hat, der könnte nun, wenn dieser Entwurf durchgeht, am 30. September soll er wohl durchgepeitscht werden, oder soll darüber abgestimmt werden, der könnte bei der medizinischen Versorgung massive Einschnitte erleben, ein schlechteres Angebot bekommen, bei nach wie vor Premiumpreisen. Selbst der AOK ist zwar aufgefallen, ja Moment, das ist ja ein völlig fachfremdes Kriterium, was hat denn bitte eine Wahlbeteiligung mit der medizinischen Versorgung zu tun? Eigentlich nichts, nix und gar nichts, aber das scheint dem Bundesamt völlig wurscht zu sein, denn in diesem Machwerk heißt es wohl, dass in Regionen mit niedriger Wahlbeteiligung, da gibt es wohl signifikant auch weniger Geld. Also da scheint es da irgendwie so finanziell eine Kausalität zu geben oder sie herbei fantasiert worden zu sein. Das lassen wir mal offen. Es geht grundsätzlich wohl darum, wie entsprechende Gelder verteilt werden. Unter anderem Steuermittel, die wir da alle reinbuddern müssen, und horrende Krankenkassenbeiträge, wo uns hunderte Euro pro Monat abgeknüpft werden. Praktisch Luxushotelpreise für eine Hundehütte, nicht mal mehr eine Jugendherberge. Denn die Leistungen werden immer schlechter. Es muss bei fast jedem Furz mittlerweile zugezahlt werden. Und Tendenz, naja, steigend bei den Preisen und sinkend bei der Qualität der Angebote. Man hat Millionen, eher Milliarden verschleudert, weil manche Minister möglicherweise eine gewisse Kaufsucht aufweisen oder Züge einer gewissen Kaufsucht. Es wurde, deutsch gesagt, Scheiße ohne Ende rangeschafft. Es wurden Pharma-Lobbyisten, Pharmakonzerne fürstlich alimentiert. Und dann ist aufgefallen, oh Scheiße, irgendwie geht uns die Knete aus. Obwohl praktisch jedes Jahr Beitragserhöhungen kommen, obwohl viele Leute schon nicht mehr wissen, wie sie diesen Irrsinn bezahlen sollen. Ja, man wird ja in diesem Land gezwungen. Es gibt ja fast keine legale Möglichkeit, aus diesem Knebelvertrag rauszukommen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Bei immer schlechteren Leistungen haben wir immer stärker explodierende Preise. Sicherlich spielt auch mit rein, dass gewisse Leute in dieses Land kommen und von Tag 1 eine Vollversorgung auf für lau kriegen, die natürlich alle anderen mitzufinanzieren haben. Und dass dieses System nicht funktioniert, ich meine, das ist ja wohl klar. Das haben angebliche Verschwörungstheoretiker bereits vor vielen, vielen Jahren gesagt, dass ein Sozialsystem jeglicher Art, ob das nun auf den gesundheitlichen Bereich bezogen ist oder aber auf den medizinischen Versorgungsbereich, dass das nicht funktioniert, wenn es mehr Nutznießer gibt, als die Chose finanzieren müssen. Und genau der Kipppunkt scheint mittlerweile erreicht zu sein. Sicherlich, sämtliche Rücklagen sind verbrannt, weil man damit Zeug rangeschafft hat, was man anschließend ebenfalls für Millionen wieder entsorgen musste. Da wurde also Geld verschwendet und eigentlich müssten die, die dafür verantwortlich sind, auch zur Rechenschaft gezogen werden. Die müssten die Konsequenzen selbst tragen, die Verantwortung dafür auch übernehmen. Das tun sie natürlich nicht. Stattdessen lamentiert man nun rum, ja, wo kann man denn noch mehr Knete herkriegen? Wo kann man die Leute denn noch weiter ausbluten lassen? Und wenn man da nicht mehr viel wegnehmen kann, weil die selber nichts mehr haben, ja, dann müssen wir eben die Leistungen kürzen. Und dass man das jetzt in Verbindung bringen will mit der Wahlbeteiligung, da sollten auch bei dem einen oder anderen die Alarmglocken schrillen. Denn was ist denn der nächste Schritt? Schlechtere medizinische Versorgung nur noch, wenn richtig gewählt wurde in dieser Region? Fragezeichen. Kommt das? Ist das absehbar? Jetzt in dem Bericht wohl noch nicht, aber es wäre ja vielleicht denkbar für nach der nächsten Bundestagswahl. Man will in diesem Absurdistan, es ist ja wirklich ein Absurdistan, und bevor jemand jammert, wie kann ich denn das gleich so nennen, das wäre Verunglimpfung. Eine Ex-Ministerin, nämlich die Helikoptermutti Lamprecht, schreibt gerade ein Buch auf Stöckelschuhen durch Absurdistan. Scheint ja nicht ganz so böse zu sein, dieser Begriff, nicht wahr? Aber kommen wir zurück zum Thema. Irgendwie hat es ein gewisses Geschmäckle, wenn jetzt die Büchse der Pandora geöffnet wird, nach dem Motto, ja, wo nicht gewählt wurde, da muss man ja vielleicht, wird es eine schlechtere Versorgung geben. Da wird die gesamte Region abgestraft. Ja, stellt euch das Ganze mal 2030 vor, wo falsch gewählt wurde. Da
müssen wir aber schauen, dass wir Krankenkassenleistungen kürzen, weil wegen finanzieller Gründe, das geht nicht anders. Wo die AfD sehr stark ist, da gibt es dann möglicherweise eine schlechtere Versorgung. Ne? Bei freiwilligen Leistungen, wie etwa Zahnreinigungen und Rückenschule wurde angeführt im entsprechenden Artikel, da müsse es nun Einschnitte geben, weil ansonsten das Gesundheitssystem nicht mehr finanzierbar ist. Übrigens sollen die Beiträge nächstes Jahr parallel dazu trotzdem steigen. Nur mal so am Rande sacken lassen. Interessant, oder? Man treibt also die Kosten immer weiter hoch und gleichzeitig fährt man das Angebot, das was man dafür bekommt, immer weiter runter. Demnächst Shithole-Niveau. Naja, viel besser ist es ja an vielen Stellen nicht mehr. Das, was ich mal erlebt habe, als ich mit einem Trainingskollegen ins Krankenhaus musste, hat sich den Arm gebrochen, also den ist vom Fahrrad gefallen, ganz blöde Geschichte. Das war Hanebüchen. Da habe ich gedacht, ich sitze im falschen Film. Ich war der Autofahrer, deswegen musste ich mit. Man kam da an, Luckenwalde übrigens, also ihr könnt es euch ja sagen, meine Güte, die haben da Scheiße gebaut, dann kann man da auch drüber reden. Ungefähr eineinviertel Jahr her. Da kamen wir da an, keine Sau wusste irgendwas. Völlig tote Hose, alles ausgestorben. Im Wartezimmer saßen ein paar Leute, die haben blöd geklotzt. Wir waren da irgendwie 4 Stunden, wegen gar nichts. Und sind dann losgeschickt worden, oh ja, da können sie jetzt auch nicht viel machen und zum Hausarzt gehen. Also, ich habe wirklich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Das war abends, das war so gegen 19, 20 Uhr rum. Ist jetzt nicht so, dass das mitten in der Nacht war. Erstmal Eingang finden, das war ja schon nicht ausgeschildert. Haupteingang war zu. Also ist das so eine Tante irgendwo, die wusste auch nicht so richtig, waren die ja vielleicht da hinten Eingang, sind wir um dieses Ding da rumgelatscht, haben dann auch jemanden gefunden. Aber das war, wer bin ich, wo bin ich, was will ich hier nach dem Motto? Aber nicht von uns aus, sondern von den Mitarbeitern. Also da denkst du wirklich? Und dann, null. Es hat null gebracht, dass wir da waren. Ja, die konnten da jetzt auch nichts machen, ob nur gebrochen oder nicht, wissen wir auch nicht so genau, muss da nächste Woche da und dahin gehen. Also das ist doch, naja. So viel zur medizinischen Versorgung auf dem Land. Im besten absurdesten aller Zeiten. Und Luckenwalde ist keine sonderlich kleine Stadt. Aber die haben das einzige Krankenhaus hier in der ganzen Region. Und das ist ein Sauladen. Und das habe ich von vielen gehört. Also sollte da jemand ähnliche Erfahrungen gemacht haben, dass man da Stunden, wir waren irgendwie kurz vor Mitternacht aus der Hütte wieder raus, dass man da stundenlang rumsitzt und am Ende dem Betroffenen gesagt wird, dem es wirklich nicht allzu gut ging, weil das hat wehgetan. Und dem da gesagt hat, naja, müssen Sie nächste Woche da und dahin gehen, können Sie jetzt hier auch nichts machen, haben Sie keine Geräte für. Also Verzeihung, worüber sprechen wir hier? Naja, das ist das beste Absurdeste aller Zeiten, nicht wahr? Nun also künftig auch noch medizinische Versorgung nach Wahlergebnis. Na, erstmal nach Wahlbeteiligung, möglicherweise danach dann nach Wahlergebnis. Was soll man dazu noch sagen? Naja, zur Verteidigung dieses Bundesamtes kann man ja noch erwähnen, dass dieser Entwurf ja noch nicht durch ist. Es ist ja bisher nur ein Vorschlag, der aber Ende des Monats durchgepeitscht werden soll. Soweit ist es in dem Land mittlerweile gekommen. Wenn man mit dem richtigen Pass einreist, nicht den, der schon länger hier lebenden, gibt es praktisch neue Zähne für lau, um das jetzt mal ein bisschen plakativ auszudrücken. Wenn man aber schon länger hier lebt und die Scheiße bezahlen muss, dann ist man auf Deutsch gesagt am Arsch. Und das sieht man tagtäglich mehr. Für allen Schnulli ist Geld da, für eine völlig kaputte Krankenhausreform, die unser Piratenkapitän durchpeitschen will, hat man offensichtlich auch Ressourcen, wo sämtliche Kliniken Sturm dagegen laufen, weil diese sogenannte Reform es eher noch kaputter machen wird. Die wollen ja alles auf große Städte konzentrieren, da ist das Land völlig abgemeldet. Und das Land ist ja jetzt schon am Arsch. Naja, für so einen Schwachsinn ist Geld da, aber für wirklich sinnvolle Sachen da wiederum nicht. Aber da sieht man mal wieder, Lobbyismus läuft, ne? Wenn man eine Firma hat, die an der richtigen Stelle Beziehungen zur Politik hat, naja, da kann man offensichtlich einiges machen, ne? Da kann man dann auch Medikamente verticken, die am Ende für teuer Geld entsorgt werden müssen. Die kriegt man auch auf den Markt gehauen, ohne dass die noch ein vernünftiges Zulassungsverfahren durchlaufen. Das geht dann alles. Aber wenn es um relevante Dinge in der Patientenversorgung geht, da ist dann einfach blöd gelaufen. Aber jetzt macht euch erstmal einen schönen Montag, lasst euch nicht ärgern und dann sehen wir uns später wieder. Deswegen, bis dann.